Weiter geht's im Wolkenwunderland hier in Banjo-Tooie. Moinsen Leute, willkommen zurück. Wir machen noch direkt weiter mit der Erkundung dieses, ja gar nicht mal so großen, dieser so großen Welt, muss man sagen. Also ich glaube, da gab es schon Welten, die waren insgesamt größer, wenn man das mal unterbricht, aber mal gucken, was uns hier erwartet. So, da unten war ein Globo. Der andere war in der Höhle drin, ne? Hab ich richtig im Kopf, der war auf jeden Fall da gehört, dann können wir den auch mal direkt suchen. Denn meine Vermutung war, um diese Glubschaugenblumen da zu besiegen. Oh, Noten. Noch mitnehmen bitte. Banjo, Kazooie. Wenn jetzt aber zurückschub, ist auch egal. Hauptsache, ich hab die Noten mitgenommen, danke. Bin ich hier nicht letztes Mal durchgeschwommen? Nee, das war woanders, ne? Stimmt, da haben wir ja na, das Wasser abgelassen. Stimmt, auf der anderen Seite war es wahrscheinlich dann genau. Tschüss. Der hat schon von alleine ab, der hat Angst. Angst bekommen. Dankeschön. So. Ich kann mich natürlich auch jederzeit mit Banjo heilen alleine, ne? Ist ja klar. Oh, da waren wir wahrscheinlich auch noch nicht draußen. Dann gehen wir da mal eben hin. Bevor wir jetzt den Globo suchen. Auf jeden Fall würde ich das da gerne versuchen mit der Verwandlung. Genau, wollte ich sagen. Mit der Verwandlung kann man die, glaube ich, abschießen, die Dinger. Was sind hier? Ah, da ist ein Schalter, okay. Um da reinzukommen oder was? Es ist aus. Ah, okay, da muss man sich auch so aufbeilen. Wie es aussieht. Dass hier gerade irgendwie keine Möglichkeit gibt, darüber zu kommen, kann man das rückknicken. Ey! Schon wieder da die Blume? Alter, wie schnell spawnt die nach? Ey, hier fehlt doch eine Blume, oder? Eindeutig. Oder eine Flugplatte, je nachdem, wie man es nimmt. Ah, komm, wir kommen da schon irgendwie rein. Halt mal das mal im Hinterkopf, diesen Schalter und so. Na, da bin ich durchgeschoben, da ist jetzt auch kein Wasser mehr drin. Logischerweise. Oh, da habe ich immer den Globo gehört. Ah, hier ist er drin wahrscheinlich. Jo. Beide auf Tauchstation, die Globos hier in der Welt, alles klar. Na, bleibst du hier, mein Kleiner? Sag mal. Immer noch nicht. Alter, die Kamera geht erstmal weg. Ja, danke, Kamera, ne? Jetzt an der Stelle. Ja, haut ab, der Kleine, der hat Angst vor uns. Kann ich verstehen. Was haben wir hier noch Schönes? Hab ich darüber? Steht denn auf dem Schild? Wollen wir mal kurz lesen. Na, was steht denn hier Schönes drauf? Hast du schon in dieses Becken geguckt? Ja, habe ich schon. Stand dort alles drauf? Nee, oder? Nein, okay. Ich meine, dann hört man ja auch nicht den Globo, ne? Ich würde aber vermuten, hier leuchtet es rot, hier ist dann wahrscheinlich auch der rote Schädel von Mumbo, oder? Dann gehen wir da mal direkt rein. Ich habe es mir letztes Mal nicht gemerkt, wo wir lang gegangen sind, ob das wirklich der rote Ausgang hier war. Aber es sieht gut aus. Als ob der Schädel durch den Gang da leuchtet, so nach dem Motto. Ist echt? Oh, ich dachte, der wird falscher. Auch schon, wir brauchen nur blaue und schwarze, stimmt. Ich glaube, das ist tatsächlich... Ja, man sieht schon ein bisschen, Leute, durch die Augen. Und vor allem kommt eine Cutscene von allein. Komisch, oder? Hallo, Banjo. Mumbo haben große Überraschung für dich. Oh, ich liebe Überraschungen. Die sind nicht Banjo, das glaubt mir mal. Und? Na? Mingi Jongo, schäbiger Schaman-Imitator. Hahaha. Blöder Bär, du bist mir geradewegs in die Falle gegangen. Du dachtest, ich sei dieser lächerliche Schaman-Heini. Ich bin Mingi Jongo und dein sinnloses Abenteuer endet hier. Wenn, wie du siehst, ist eine Flucht aussichtslos und Widerstand zwecklos. Hab ich dafür Granaten? Ja, ich glaube schon. Da seht ihr schon, das ist ein Roboter. Psa! Meine ausgeklügelte Tarnung ist entdeckt und meine böse Roboternatur ist offenbar. Da haben's schön erwischt. Ich hab mich mal heilen sollen vorher, scheiße. Verdammt. Bitteschön, Drecksack. Was ist er jetzt da?
Alter. Bam. Blöd, ich kann mich hier nicht mehr heilen. Tschüss. Aber 4 Treffer brauchen wir noch. Wow, Alter. Was ist das für ein Scharfschütze? Ja komm. Der Vollziffer voll, was soll denn der Kack? Ja sicher, gut, ich hatte jetzt auch kein volles Leben, muss man dazu sagen, aber trotzdem keine Entschuldigung. Dieser kleine Sack, Alter. Ah, den mache ich jetzt platt. Ach, ich kann die Dorfwelt doch benutzen. Ist doch egal. Das war eigentlich recht sinnlos, muss man dazu sagen, weil es wirklich das einzige, glaube ich, in der Welt ist. Warte, da muss ich dann raus, ne? Genau. Du kleiner Drecksack, also ist tatsächlich so, ich dachte echt, das wäre es andersrum. Ja, komm. Echt jetzt? So, können die mich mal in Ruhe lassen, diese Drecksdinger? Kann ich vielleicht mit dem Kazooie ausweichen? Ach, ich kann auch die Wunderflügel benutzen, ich Idiot. Wo hat man die denn? Ich krieg wahrscheinlich auch die Federn ohne Ende. Ah, ich brauch sogar gerne, guck mal. Läuft. Ach stimmt, ich habe die im Steinhaargipfel eingesetzt für den Wasserfall. Stimmt ja, da war ja was. Und hier schon wieder oben zuschlagen. Auch nicht schlecht. So, du kleiner Sack. Böder Bär, warum kommst du wieder? Ein paar Elektroschocks aus meinem Stab sind wohl vonnöten. Komm. Komm an. Zack. Erster Treffer. Das war blöd, das war richtig dumm. Bam, weg ist er. Tatsächlich weiß ich nicht, ob man wirklich Dings braucht. Granatenmeier nutze ich jetzt einfach. Die wirken auf jeden Fall, sagen wir mal so. Zack, jetzt ist das aber gleich tiefer voll, die Dinger, ne? Schwimmt auch noch jedem Schuss, der Sack. Jo, wie schnell abhaut. Ist klar. Hier ist nicht so tiefer voll, wie ich dachte. Bam, Treffer. Okay, man kann einfach drauf schießen, alles klar. Oh, der war schon sehr tief verfolgend. Muss man sagen. Shit. Bam. Wird nicht getroffen. Ist auch schnell, der kleine Sack. Treffer, jawohl. 2 noch. Komm. Machen wir jetzt Kazooie. Der war knapp, der Schuss. Treffen wir? Ne, der ist zu, da war er zu hoch. Shit. Da treffen wir ihn jetzt so, zack. Einer noch. Und da ist die Maske schon gefallen komplett. Nur noch der Sturz quasi, den er da auch anhat. Von Mumbo. So, noch mal, okay. Ah, da treffe ich niemals. Man kann mich auch so angreifen, warte mal, hab ich gleich versucht, ne? Will ich mit Eiern abballern? Nö, muss man gar nicht. So, meine Chance, dich aufzuhalten, tendieren gegen Null. Kann einfach so angreifen. Stimmt. Ih, geht. Was ist das für Flüssigkeit? Hoffentlich grünes Öl. Hauptsache ein Puzzleteil und ein Puzzlo. Idiot. Und kaputt ist er. Aber geile Idee, oder einen vermeintlichen Freund als Bossgegner zu tarnen.
beim ersten Durchspiel da habe ich auch blöd geguckt, als mein Vater da durchgespielt hat damals. Der war da zwar schlecht zuerst dran. Der wahrscheinlich. War schon eine Überraschung, dass auf einmal zack, man quasi gegen Mumu kämpfen muss, auch wenn es dann natürlich ein ganz anderer Charakter ist, der auch anders heißt, Migi Jongo. Muss ich nicht mehr zu sagen, ne? Tschüss! Wie komme ich jetzt nochmal zu Humba? Eigentlich über das Warpfeld zurück, ne? Ich würde mich jetzt gerne verwandeln. Um die ganzen scheiß Klubschaugenblumen abzuballern, damit die nicht mehr nerven. Also quasi wie im Steinhaargipfel mit den. Drachen. Weil die Dinger hier nicht halb so nervig sind. Die nerven nur, wenn man fliegt, deswegen. Es hat ja eigentlich noch ein. Ach komm schon, ey. Kommen überall rausgeschossen, die Dinger, ne? Und nerven einfach nur. So, am Ein- und Ausgang der Welt, genau, danke. Kann auch von hier aus dahin, ne? Meine ich. So, so, dann kommen wir hier lang. Ist wieder ein Subba. Was die nicht mehr Subba heißen. Wie kommt man da nochmal hin? Oder irgendwo ein Loch? Ich seh's wirklich ehrlich gesagt nicht gerade, das Loch, wo es ist, aber ich könnte mir vorstellen, es ist von hier unten oder so. Ein Durchgang. Egal. Gehen wir erstmal dahin. Und tschüss, so, auf geht's. Schön, wir haben schon den Globo gefunden. Ah, war hier nicht irgendwo was dann im. Ah! Im Zelt mal irgendwann? Ich dachte nämlich auch irgendwie ein Globo wäre hier oben. Das war jetzt auch nicht der Fall. Was hat der Jinju? Hier nix. Ist doch Problem. Scheiße. Sieht wieder so viel da oben, ist halt geil. Ja, oben, Benjo. Wie kann man einfach nicht gerade wird? Jetzt. Da haben wir ihn selber. Noch drei davon. Von den schwarzen. Du Han Globo, wolltest du mal geben? Yep. Bitteschön. Natürlich, ich werfe es einfach hinein. Zauber fertig, spring in Wunderbecken. Und wie gesagt, ich hab's ja schon gesagt im letzten Part, die Verwandlung ist an sich bekannt, sie kann nur ein bisschen mehr als damals in Banjo-Kazooie. Wir sind wieder Bienen-Banjo. Und diesmal können wir Stacheln schießen. Wumba, das nennen Biene. Wir drücken A, um zu springen und in Luft nochmal A drücken, um zu fliegen. Tätigen 3D-Joystick, um zu lenken und du drücken A, um zu fliegen noch höher. Auch drücken Z für Stechattacke. Wusch. Vor allem aus der Nase, ne? Das ist Quatsch. So. Ich mal kurz gucken, ob ich da irgendwie hinkomme. Unten oder so. Ob es da irgendwie einen Durchgang gibt. Jetzt echt, oder? Da kann ich doch durch. Ah, komm, schieß. Ja, man kann so abschließen, alles klar. Schnell, du Dummkopf! Gib das Puzzle weiter! Alles klar, wir haben hier es gemacht. Können die zaubern oder was, die Blumen? Aber da war auf jeden Fall ein Durchgang, den will ich mir einmal angucken. Wahrscheinlich komme ich hier gar nicht durch, weil. Ja, okay, gucken wir. Ja, alles klar. Da ist der Spalt für das Sidebomb-Ei. Weiß ich da schon mal Bescheid? Ist da oben auf dem Deckel was drauf von der Mülltonne? Ich denke schon. Man kann sogar schneller fliegen hier mit B, stimmt. Das habe ich gesagt, ne? Oder hat die gerade gesagt, mit B schneller fliegen? Hey, eine leere Honigwabe, nehmen wir die auch noch mit. War mal Bienen-Banjo, ist auch geil. Ich glaube, hier hinter der Mülltonne war auch noch irgendwas. Oder? Hinter, habe ich gesagt, ne, dann geh ich mal da lang.
Was haben wir hier noch Schönes? Aha, hier. Wahrscheinlich auch ein Schalter wieder hinten drin oder so. Oder irgendwas anderes. Ja, präzise gesagt, ne? Irgendwas anderes. Aber ich muss jetzt einmal ganz nach oben. Wir haben ja schon beim Rennen gegen Kanarikala gesehen. Ganz oben ist eine Bienenstatue. Hier, oder eine Wespenstatue, besser gesagt. Ich glaube, die kann ich abschießen. Ja, die hat doch schon. Schieß so oft du kannst auf die Statue. Alter, was? Zehnmal? Du schießt nicht gut genug. Hab ich auch gemerkt. Zack, offen. Super, komm doch herein. Was ist denn das? Ach, hier am Berg, okay. Glaube ich. Irgendwo ist hier ein Eingang aufgegangen. Denke ich mal. Nur wo ist die Frage? Ich guck mal weiter weg. War das irgendwo eine Blume aufgetaucht? Hab's gehört. Geh mal weiter oben. Da, oder? Nee, wo ist denn das jetzt hier? Schön einfach von vorne rein, oder? Die Statue ist da, Zielscheibe. Jo, da unten. Okay, hab's gefunden. Und rein da. Sei gegrüßt, Vespus Nest. Wie du siehst, haben wir Vespus ein neues Nest. Zur Feier haben wir eine kleine Schießerei arrangiert. Schaffst du 40 Punkte oder mehr, erhältst du einen Preis. Wir bieten 50 Punkte und du gewinnst einen extra Spezialpreis. Brauchst du irgendwelche Anweisungen? Da sagst du wahrscheinlich, wie viele Punkte es wieder für welche Farbe gibt, oder? Komm, gucken wir uns mal an. Es ist wirklich einfach. Schieß auf meine Freunde, wenn sie vorbeifliegen. Versuche in 60 Sekunden so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Blaue sind 3 Punkte wert. Grüne sind 2 Punkte wert. Und rote sind nur 1 Punkt wert. Fertig. 3, 2, 1, los. Ach, da können sie auf einmal ganz normal springen. Da sprechen wir was. Was ist sie denn? Ah. Ist sie doch über so, oder? Ja, quasi Ballonballerei nur mit Bienen. Oder Wespen. Mal geil, oder? Noch Minispiele hier. Da gibt es richtig viele Minispiele sogar. Im Mülleimer ist auch ein Minispiel. Die Punkte fliegen hier aber, oder? Weil ich nur will rum, ich zieh nicht nur. Und treffe einfach alles. Ich punkte bei 50, ne? Ein extra Preis, ist ja easy. Sag ich jetzt, ich hab's noch nicht, ne? Na, hab's schon. Ja, ich weiß nicht, wo ich die alle abgeschossen hab. Ich baller hier nur rum wie wild. Oh. Oh, wenn 60 waren, habe ich 60 doch. Super geschossen. Du hast genug Punkte für den zweiten Preis. Eine Shito-Seite, wer hätte das gedacht? Wahnsinn. Du hast sogar genug Punkte für den ersten Preis. Ja, und den hole ich mir jetzt auch. Ach, jetzt meine Shito-Seite, wo ist die gelandet? Da? Ne, erstmal kann man doch das Foto, das sehe ich gerade. So, und das die Schieße sollte, okay. Dann mal runter, Benjo. Ein weiteres Spiel gefällig. Ein weiteres Spiel. Gesamtquatsch, ey, so ein Blödsinn wieder. So, komm, suchen wir noch die restlichen Luftschaumblumen. Weil ich schon mal Bienen-Benjo bin.
Weil ich nicht mehr weiß, ob der schon alles geschafft hat hier. Vielleicht muss ich ja noch was machen. Später irgendwann. Da ist einer, okay, aber da unten war einer, ne? Da ich das Wasser abgelassen habe, genau. Wo ist er denn? Ich war genau da. Weg. Jetzt muss ich da hoch. Alles klar. Schon da, wo ich gerade war, ne, da oben. Wo ist er denn da? Und zack, kaputt. Immer noch weg. Was ist das denn? Wenn wir rumfliegen einmal. Hier. Irgendwo da. Hier ist ein Ei. Da war die Blume so. Ah, ich weiß nicht, wo ich die Samen brauche. Ich sehe es gerade. Du hast meine einzigartige Klopschaugeblume gekillt. Auf der Plan. Da kommen die Blume auch noch besteuern. Oh. Hoppala. Ups. Und noch ein Puzzle, ja geil. Also Wolken geht eigentlich recht schnell, ne? Vor allem nicht mit den anderen Dingern vorher. Was ist hier für ein Käse? Ist hier hinter noch was? Oh ja, hier ist ein Schalter, glaube ich, drin. Sieht auf jeden Fall aus wie einer, ja. Wissen wir, wo alle vier sind, ne? Müssen wir noch dahin kommen irgendwie. Hat dahinter noch was? Da habe ich noch nicht geguckt, ne? Ob da noch was ist. Da ist ein Goldtopf hier. Ich habe noch nicht mal weiß, wie ich da hinkomme, ehrlich gesagt. Auch noch ein Spaß. Was gibt's denn hier so? Oh, die dritte Honigwaubi-Leere. Geil. Haben wir ja schon alle. Aber die Sobas heißen nicht mehr Sobas, sondern die Svespos. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Oder ist so. Oh. Den getroffen? Jo. Ich kann nicht fliegen. Tschüss. Absturz. Leute. Ja, war es das dann jetzt als Spina eigentlich? Ich glaube schon. Mir wird jetzt nichts mehr einfallen. Wir haben die Blumen besiegt. Wir haben die Bienen gemacht. Die Bienennester. Sowas. Ja komm, verwandeln wir uns erstmal zurück, oder? Oh, nee. Warte mal. Ich will noch mal kurz gucken. In der Zentrale, ob da noch was ist oben. Ob ich da nur hinfliegen kann als Biene. Stimmt, das wollte ich noch gucken. Zum Beispiel, kann auch sein. Weg mit dir. So. Ich habe spät abgenippelt. Und jetzt hochfliegen. Da zum Beispiel, guck mal hier. Rotenschlüssel. Ja, in Ruhe. Da komme ich irgendwie so hier hoch. Weil hier muss ich ja offensichtlich ein Zeitbombenei durchschießen. Es fehlen noch 20 Minuten, Leute. Da haben wir alle. Tschüss. Nicht in Ruhe. Irgendwie müssen die ja hier hochkommen. Ich will das ja. Oh, da war eine Flugplatte drin. Aber von hier. Oh, wo wir hier rauskommen, ne? Da können wir hier hinfliegen mit der Flugplatte. Ist sogar eine, geil. Also wir kommen hier raus bei dem Hüpffeld. Da muss auch noch ein Samen rein. Wissen wir schon mal, wo die hin müssen. Kann ich mir sehen, wo ich... Ach so, ich weiß, wie ich da hinkomme, okay. Schon, ich weiß schon, wie ich rüberkomme, okay. Okay, so, ich muss hier das Ding ausbrüten. Genau. Kann sie denn hier so hoch? Also ich kann nicht hochklettern. Das weiß ich. Banjo kann jetzt quasi bei Mingi... Ja, okay. Profi-Plopschuhe für sie. Okay, alles klar. Dann weiß ich, was zu tun ist. Ist hier sonst noch was irgendwie auf einer höheren Etage? Ich glaube fast nicht, ne? Na komm, dann verwandeln wir uns jetzt wirklich zurück. Was? Ich kann nicht abschießen? Ist auch nicht besonders stark, ne? Muss man zweimal abschießen. Die Gegner anscheinend.
Oh, ganz falsche Seite. Nicht gerade. Warum nicht da hoch, einfach nur. Hier ist der Käsestück. Ah, da lang, okay. Hier bin ich richtig auf der, in der Richtung. Da unten will ich hin. Aber die sind hier so ein bisschen die Stacheln, so wie ich das sehe. Den habe ich auch gerade so gut gestroffen wahrscheinlich beim Minispiel. Weil die Zielsuchen sind einfach minimal. Ich will einiges erklären auf jeden Fall. So. Dann, ja, viel machen wir nicht mehr. Ich würde noch eine Kleinigkeit machen jetzt, nämlich die einen Zeitbaumeier da. Die Schalter aktivieren, den einen hier in der Nähe. So, ich bin nicht von der Blume fertig machen, die zwei. Komm hier rein. Dann einfach hier runter, ne? Ja, toll. Tja, hat sich ja gelohnt. So, zack. Hier rein und da ist die 1. Und die 1 für den Super Stash. Ja, an erster Stelle dachte ich mir, ich gehe davon aus, auf den anderen Zahl ist eine 8 und eine 4. So, wo geht da? Ich frage mich jetzt, wo geht da jetzt noch hin? Ganz einfach. Falsche Richtung bin ich auf jeden Fall geschwommen oder gegangen. Wofür weiß ich jetzt auf jeden Fall. Zur Flugplatte wollte ich. Der Georg hat hier eine verdeckt, ne? Als wir ihn letztes Mal runtergeschoben haben. Ich hab auf der gespeichert, stimmt. Also den Part abgeschlossen. Wo war es denn jetzt? Irgendwo. Hier. Da oben auf dem roten Ding. Geil gelandet. Was ein Flug, ey. Muss erstmal einer nachmachen. So, Leute, jetzt kommt's drauf an. Hier rüber zu kommen. Sicher, mit den beiden. Dann brauchen wir für Eier. Nur Granateneier, ne? Und die Zeitbombe können wir auch noch gebrauchen. Klar, nehmen wir jetzt auch noch eins mit. Aber wir haben hier einen kleinen Wespo, der uns unterschubsen will. Da ist er. Wir sind jetzt nicht runterfallen, bitte, Banjo. Geil. Läuft. Nur ihn wollte ich noch. So, dann fehlt noch ein Schalter, den haben wir quasi, glaube ich, schon gesehen. Nicht wirklich gesehen, aber so gut wie. Hier ist eine 8 drauf, Tatsache. Er ist auf der letzten 4, eine 4, logisch. Für 1984. Super Stash, so. Jetzt kommen wir ja ganz einfach hier runter. Ohne Fallschaden zu nehmen. Das ist so ein geiler Trick. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier ganz passend die Folge. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Banjo und Kazooie Solo wahrscheinlich. Vielleicht muss ich auch noch hin zum Mumbo, stimmt. Aber den holen wir erst, wenn wir den brauchen, wirklich. An der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann seid das nächste Mal wieder dabei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und natürlich auch, wenn ihr noch für das Video ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat, natürlich nur. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basukasu.